Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. LS Channels, das meine lieben Freunde mit mir und die lieben. Was war die Frau? Moin! Und die Fabi. Hallöchen. So, weiß nicht, was ihr lacht. Jetzt hast du aber alle Projekte durch, oder? Ah, nee, Mundvorstellung fehlt noch. Farmpause, das würde auch noch fehlen. Ja. So, jetzt zeige ich mal nach. Wie schon gesagt, wir meckern ja nicht, aber Leute, wir haben mittlerweile jetzt schon 170, ja, 100, so ungefähr 190.000 Liter reingebracht. Und von dem Feld rechne ich noch etwa 40.000 runter. Das sind schon 230.000, dann habe ich noch das Feld 15 da oben. Da kommt so circa 50.000 Liter runter, 60.000, so ungefähr 300.000 Liter. Das gäbe ungefähr 150.000 Liter Zucker. Ich muss ja nicht den besten Tag nehmen. Weil jemand ist ja der beste Map-Umkonfettierer. Was? Ja, du bist eine Konfitüre. So. So, findet ihr als neue Wörter. Das heißt, im Umkehrschluss. Stopp. Warum? Jetzt kommt mir gerade was in den Sinn. Warum kann ich keine Big Bags aufheben, obwohl ich bei Farm Brothers die ganzen Paletten aufgehebt habe? Weil Säcke nicht gehen. Das ist schon mehrfach angemerkt worden. Cool. Das ist mega. Halt, stopp. Jetzt bin ich überfordert. Jetzt rattert es aber. Klang, 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 klang. Soll ich ein bisschen Öl vorbeibringen? So. Nee, die Frau ist kurz... Die Frau ist kurz reingekommen und konnte... Ja, da sind wir. Noch drauf, wie viel rein soll. Jo. Aber wir wollen hier. Ach, Mann, ey. Wir wollen kurz gucken. Mit Baum, oder? Ach, Mann, oh. Da hat er wieder einen Profi gemoddet, das sieht man schon wieder. Würde ich jetzt auch so sagen. Also sogar höheres Unkraut kann man auch damit wegmachen. Wo bin ich denn gelandet? Ich bin... Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber egal, Fahrzeug wird sich verkaufen. So. Oh. Dieses Direktverkaufen nutzt aber, glaube ich, andere Preise wie normal. Ja, aber doch schon gesagt, oder nicht? Hab ich gesagt. Ob es einen günstigeren Preis oder so hat? Nee. Ah, nee, Moment, ich hatte noch ein bisschen Geld. Nee, alles gut. Dann kommt's hin. Ich hatte gedacht, ich hätte jetzt gerade 10.000 Euro mehr, wie ich eigentlich rausbekommen hätte heute. Bekommen, aber. Bis. Nee, hab ich nicht. Ich hatte noch 9.000 Euro und 9.000 irgendwas habe ich bekommen. Also es kommt hin. Was haben wir gesagt? 5 dürfen wir haben. Ja, immer noch. Immer noch. Hätte sich nicht geändert. Oder 4. Ja, platziert. Nee, 5. Halb waren sie von 4? Ja. 5. Ja. Mehr passen bei mir nicht. Schade. Bei mir schon. Was? Ich kann mir noch eine Fläche kaufen. Da passt auch mehr. Bäume wegmachen, Häuser hinsetzen. Wo zum Geier ist in der Landhandel? Ah, ist das die Straße rechts hoch reinfahren? Dann... Ja, keine Ahnung.
So, Leute, wir haben auf jeden Fall die 5 Gewächshäuser. Hey, Jay, stehst du gerade beim Landhandel? Nee, ich stehe bei der Zuckerfabrik. Ah. Aktivieren. 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 Ja, hast du verstanden. Aktivieren. Aktivieren. Das sind 5 Leute. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Direkt verkaufen. Ah! Sehr gut. Irgendwie doch nicht überall. Och nö, es geht halt nur da, wo es wirklich noch klein ist. Oh Mann, ey. Oh Leute, dann müssen wir... Ich glaube, hier brauchen Schlepper nachher nochmal irgendwie GPS. Moin. Moin. Ich habe das Gefühl, das würdest du schon wieder nicht gewinnen. Warum? Nein! Weil du nur ein 6M hast. Ja, und? Aber ich habe auch schon zusammen ein bisschen mehr Leistung. Bist du sicher? Ja. Glaube nicht. Glaub schon. Glaub nicht. Glaub schon. Glaub nicht. Ja komm, dann rechnen wir mal alles, was bei dir erstmal da ist, mal zusammen und dann rechne ich mal zusammen. Bist du sicher? Okay, guck mal. Nicht Europa, den hast du nicht gekauft. Der ist nur gemietet. Okay, dann wird schwer. Aber warte. Ach komm, dann rechne ich auch mal zusammen. Und so Shop. 140. Hatte ich ein... Ich hab's. Hatte ich nicht ein... Hatte ich wirklich einen Axion 870 oder nicht? Der wird, glaube ich, nur als 870... Nee, warte. Aber ich hatte auch über 300 PS gehabt mit dem Dings, mit dem Glas. Was war der? Wo stand's in der XML? Oder war es ein Argon, wo ich hatte? Ich weiß nicht. Nee. Da muss ich mal nachgucken, in der Wolke. Gut, wie viel PS hast du? Insgesamt ohne Ropa natürlich 1220. Okay. Du? Hier, ja, warte. Was sind du 1220 PS her? Sag ich dir gleich. Ich hab doch mein Auto noch gekauft. Wow. Da! Ah, Junge! Ich kann das nicht mehr. Junge! Zeitlich, dass in der Schule konnte mit dem Taschenrechner, kann ich nicht mit dem Kopf rechnen. Das ist so traurig eigentlich. Ich habe mein, kannst du kurz rechnen? Ich habe, ja, es sind nicht ganz 1220, es sind so ungefähr 1200. Ich habe mein Massey Ferguson 105 PS. Wow, ich habe 1090. Dann habe ich mein New Holland 273 PS. 273. Dann habe ich mein
8R mit 326 PS. Dann habe ich meinen Drescher mit 310 PS. Dann habe ich mein Fahrzeug mit 200 PS. Jetzt sagt Fabi nichts mehr. Jetzt sagt Fabi nichts mehr. Ich habe auch gar nicht mitgerechnet. Ich habe dir gar nicht zugehört. Ich auch nicht. Schlecht. So. Er rechnet da so detailliert aus. Ja, hier, da, hier. Keiner hört ihn zu. So. Mal eine doofe Frage. Könnten wir nicht vorspulen? Von mir aus eigentlich ja. Mir aus auch. Also meine Dinger gehen nicht kaputt, also von mir aus gerne. Gut, dann muss er schlafen gehen. Fabi, du machst das, habe ich gemacht. Ja, alles gut, kleiner Mann. Wieso? Hast du was? Oh. Das ist nicht gut. Nein! Das war nicht vorher, es regnet, gell? Standen gut, perfekt. Hoffentlich fängt es jetzt an zu schnauben. Na, warum ist denn 8 Uhr, Digga? Das ist dämmerig. Ist ja fast so Nacht wie gestern. Ja. Es ist absolut hell. So. Dann habe ich kein Geld bekommen. Ding. Es dauert ein bisschen los. Wenn ich, Werkshäusern? Ja. Wahrscheinlich, weil du so viel Kredit hast, dass das erst, also dass das nur ausgleicht. Ja. Das kann ich auch sagen, ja. So, Fabi, wo sehe ich das, wie ich Geld verdiene mit den Produktionen? Das Escape. Ja, Escape und dann halt Geld und dann musst du gucken. Ich weiß nicht, oder was jetzt das fallen würde, wobei müsste auch verkaufte Produkte sein. Verkaufte Produkte, okay. Jetzt stelle ich das um, Leute. Stelle ich das bei der Zuckerfabrik um auf direkt verkaufen. Und sollte das in der nächsten Stunde verkauft werden? Nein, Leute! Warum so schäbig, Digga? Irgendwo hat er gepennt. Ja, ich wollte die Zuckerung kann nicht mehr ernten, ne? Doch, aber das fällt nicht mehr, wo bin ich drauf? So schäbig, Digga. Jetzt 15er fällt. Ja, ich war sozusagen durch. Hat mir vielleicht 20.000 Liter gefehlt, alles gut. Guck mal. Das Schick ist im Angebot. Scorpion Elho. Scorpio. Entschuldigung. Steinsammler. So, Land. Verkaufen dieses Land. Herbizide. Herbizide machen einen Arm. Ja. So. Aber ich bin ehrlich, ich fahre lieber mit Herbiziden. Oh, wir müssen irgendwie hier hochkommen. So für 15. Lass wir den schon starten da oben. Das fährt 15. Werden wir dann auch noch verkaufen, Leute? Ganz einfache Sache. Wir müssen unsere Gewächshäuser. Können wir mal bis 9:01 durchspulen? Wir gucken, was die Zuckerfabrik so bringt. Okay, guten Morgen. Jetzt sind die 10.000 Liter weg, oder? Safe. Ja, siehst du, Fabi, es geht gleich alles weg. Okay. Ja, das waren... Warte, Leute, wir können gleich gucken gehen zu... sicher. Wie viel ist genau? Steht den Tiger reinstellen für den coolen, für den Schafen?
Müsste ja. Das waren ziemlich genau ungefähr 9000 Euro. Ziemlich genau ungefähr. Die Aussage. So. Das muss eine genaue Angabe sein. Ziemlich genau ungefähr. Oh! Das heißt, wir können es doch anders machen, Lotte. Wir können doch auf Behalten klicken. Ist halt auf ziemlich genau. Dann können wir nachher nachträglich, Leute, das dann also irgendwann noch verkaufen. Mal ja, kurz gucken, wie teuer ist denn ein Schaf überhaupt? Mehr kommt aus dem Scheißding nicht raus. Yo, als ob Schafe. Alter. Hä? Als ob das auch verdorrt ist. Schlaf jetzt habe ich 50.000 Liter safe etwa verkackt. Oder? Das ist jetzt wirklich schlecht. Aber hier gibt es keinen Unterschied zwischen Ländern und Weiblern, ne? Den Verzichter, ich wüsste. Das ist schlecht, Leute. Gibt es einen Unterschied zwischen den Rassen, wo mehr Wolle bringt, wenn nicht? Egal. Steht wenn dann dabei, eigentlich. Land. Nee. Verkaufen, Leute. Über die gleiche Preise. Jetzt, ich habe den Key immer noch nicht eingelöst von Porsche. Ich auch nicht. Hey, gut, trotzdem kannst du ja fahren, alles. Also. Und der Netzanbieter hier kaufen. Wie viel kostet denn so ein Porsche, Fabi? Halb, glaube ich. Wie viel? Halb, glaube ich. Dreieinhalb. Siebeneinhalb. Ja, du musst deutlich reden, man versteht dich nicht. Ja, genau. Kannst du auf ein. 5.000 Euro. Ja, ja jetzt ja, ist ja, so. Kannst du auf einen Hof kommen und den kaufen, Fami? Weiß ich nicht, ob ich so nett bin. Das wäre nett von dir. Weiß ich aber nicht. Kriegst auch einen Kaffee von mir. Kaffee? Ja, dann nehme ich den Kaffee und dann gehe ich wieder. Das ist aber nicht nett. Wow. Gut. Bin auch immer nett zu dir. Muss ich mir nochmal überlegen. Ob wir das gelogen. Doch, ich bin nett zu ihm, sonst hätte er ja schon lange einen Permaban. Willst du Porsche haben, Ossi? Doch, du hast. Fällt also ein Feld. Was? Peggy. Ja. Das ist so schlimm, über dein Feld zu bauen. Ja, hoffe ich, das ist gelogen. Man muss die beiden zerkleinern. Ja, er hat so gemacht. Also da will ich jetzt wirklich top helfen, aber bei mir ging's. Ah, bei mir auch. Okay. Ja, brauchen halt so viel. Ah, top. Also das hast du mal Glück gehabt. Ja. Kannst du mir top, kannst du mir jetzt bitte so einen Porsche kaufen? Kauf ihn den Ursus. Ja. Nein, ich will einen Porsche. Ja, kein Problem. Warte kurz. Das ist sein Hof. Du hast 225.000 Euro. Ja. Und beschwerst dich über 9.500 Euro von einem C-Toy, der dann das Doppelte an PS hat. Aber der Porsche gefällt mir besser! Jetzt kriegst du einen C-Toy. Nein, Fabi, bitte. Regitrack. So, GPS. Nein, wie ich. Das ist doppelt so viel wie der Schlepper. Danke. Oh, schade. Oh, Mist, ich hab GPS wieder runtergenommen. Achso, oh, ja, okay. Gut, hat sich erledigt, die Frage, wo war Ossi? Was? Ich wollte gerade fragen, soll ich dir auch schnell ankaufen? Und bei 200 Euro weiß ich nicht. Nee. So, Leute. Okay. Die ist jetzt in der Grundschule, Alter. No. Für die Gewächshäuser. Dann setzt einer denn dafür. Ja, er hat ja seine Gewächshäuser neben seinem Hof.
Ja gut. Ihr nicht. Was sind du deine? Relativ in der Nähe von dir. Konnte ich ein Stück kaufen von für Low, sagen wir es mal so. Für 20.000 Euro. Ja. Au. So, jetzt müssen wir uns noch ein Wasserfass kaufen, Leute. Wo sind die Tierhaltung? Hier. Oh, Ossi, jetzt kriegst du ein bisschen Gerste. Oh, hier. Geil. Und da schon einiges mal langfahren. Ich denke, das könnte einen Moment dauern, mit dem runterzufahren, Leute. Ja gut, ich muss ja einfach nur mit dem Schneidwerk dann auch wieder so schön da durchhalten, dann geht das ja. Ey! Upsi! Eieiei. Ja, hat keiner gesehen. Nimm da einfach mal einen Ballen. Dann nehme ich gleich mit auf mein Feld. Zieh ich die ganze Zeit so weiter vor mir her. Ich mach das Gestänge noch weiter runter hier. X. Ich hab schnell angesammelt. Ich schleife jetzt mit dem Gestänge den Boden. Ah, ein bisschen planieren. Wir müssen uns ja noch ein Feld kaufen, Leute. Ja. Oh, hier unbedingt. Wegen den riesigen Hügeln hier. So. Ist ja wirklich bis auf den Boden runter, Mann, ne? Der liegt jetzt fast hinten auf dem Gestänge. Also ein Hügel und der liegt auf. Ja, ist ja gut, ne? Also der mal Schaden von 13.000 Euro oder so hat. Die Gestänge würden wahrscheinlich in echt einfach 2 Meter nach hinten stehen, wenn die immer gegen die Pflanzen gehen. Ja, Fabi, kannst du mir gerne mal ein Zettel beschenken oder sowas, ist nichts dagegen. Oh, weiß. Brauchst ja nicht. Nichts anderes könnte, ja. Beschenken? Mit verkaufen, halt. Ja! Was denn? Eieiei. Da waren wir jetzt bester Tag heute, oder? Wir brauchen meistens heute, ja. Nee, doch morgen, oder nicht? Jetzt war man da nur. Ja, mal gucken, was du verkaufen willst. Hafer. Ich habe Mais im Lager. Ja, morgen. Januar ist besser für Mais. Ja. Sorghumhirse wäre auch Januar. Weizen, das will ich behalten, Leute. Weizen ist Januar, Hafer, Januar. Eier sind... Dann, dass den Weizen behalten muss, ne? Nee. Raps kann ich verkaufen. Eier sind November. Oh, scheiße. Deswegen habe ich Alpha verkauft gestern. Ja, dann behalte ich die über den ganzen Sommer. Schroh, auch Januar, alles Januar, Leute. Aber jetzt dein Ernst wegen allen Fabi, willst du das Hühnerballen haben? Mann. Reizer, du kommst von Ball vom. Nein, bitte nicht. Ist das jetzt ein 25er? Ja. Stell den hier hin. Wir müssen aber abholen. Nein. Okay. Ich bring dir mit dem Gestänge mit. Wo ist eigentlich mein anderes Feld jetzt? Was sind für ein Gestänge, Digga? Da oben. So, am besten lassen wir den Porsche die ganze Zeit laufen. Damit er schön warm wird, ne? Dann brauchst du nicht so lange, und das wieder angeht. Was ist denn hier für eine Gruppe, Digga? Da hat Fabi wieder was Scheiße gebaut. Wo? Oh. Hier bei mir, da ist eine Gruppe, Digga, wo gehört, glaube ich, ein Gölebehälter rein. Das halte ich für ein Gerücht, aber den habe ich vergessen, ja. So, wie viele ist hier auf der Map? Was? Naja, viele ist jetzt nicht, aber. Was ein Name? Ja, das ist ja nicht Pflicht. Da weiß ich nicht mehr, wo ich war. Können wir die Folge ein bisschen noch ziehen? Ja, du ziehst hier schon, aber ja. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? 25 Minuten. Erst? Ja, ich muss gleich essen gehen und danach können wir das machen, wo haben wir gesprochen. Ich hab dir schon mal was dazu gesagt. Du und ich hab dir dazu gesagt, wir haben keinen Dienstag. Weißt du, aber Fabio hat dazu was gesagt. Und nachher haben wir was anderes besprochen. Ja, aber sie ist bei seiner Meinung geblieben. Ja, aber du hast gesagt 9. Ja, das ist Dienstag, ja.
Alter, wenn wir die so krass, wir haben schon gerade festgestellt. Oh, sie. Baby. Weiter. Mach doch diesen nicht. Was denn? Aber ich euch alle an. Also, einen ganz anderen. Vielleicht alte vier drücken. Aber der Porsche hat Kraft. Ja, kannst du mit deinem besten Freund das streamen. Das war gemein. Ich will jetzt nicht sagen, dass... Nein. Nein, nein. Meine Gewächshäuser schweben nicht. Nein, nein. Das halte ich für ein Gerücht. Auch so gut passiert wie meine. Ich halte das für ein Gerücht, dass das schwebt. Jetzt wäre ich der Einzige. Naja, meine schweben auch. Halt nur der hintere Teil. Der vordere Teil, den habe ich so platziert, dass man es nicht sieht. Problematik, Fabi, wo kriege ich das her? Den Wassertrigger. Eine Container. Oh. Gebäude. Moin. Wo ist das? Hä? Hä? Silo-Erweiterung, Silo. Container. Ja, ist gut. Wow. Mein Gott. Lost. Funktioniert, Leute! Wollt's wem Konkurrenz machen hier? Ich? Nein, nein. Au. Oh. Klar, es hat schon 3,7 Stunden jetzt runter. Er hat 1,1 runter. Was so viel? Ja gut, ich presse halt nicht und ich hatte ja nicht so viele Flächen, die angesät sind. Ja, ich muss ja erst die Weltgeschichte rumfahren wegen einem Ball. Das ist die Betriebsstundenanzahl auch. Leute, ich weiß, ich muss das sehr wahrscheinlich gerade ziehen. Ich sollte Flächendesigner werden. Warum ich mach den Porsche Kreise. Jetzt hier ein bisschen schlapp, Digga. Das Ding hat 14 PS, was denkst du, dass die Mummel auf der Reihe hat? Nee, hey, wir das brauchen. Das ist eine kleine Nussschale. Wir brauchen ein bisschen das Landschaftsspur. Ich bin so doof. Oh, mir jetzt schon wieder. Junge, ich hab meine Ballen so platziert, dass die Kirsch nicht drankommen werde mit dem Aufsammelwagen. Ich bin wieder aufsammeln gerade. Oh, Fabi, das Landschaftstool, das ist perfekt. Ach, ich weiß. Hab ich gut gemacht, ne? Hast du auch nicht gemacht, aber. Egal, wir müssen uns Pluspunkte holen. Ich hab's im rhetorischen Sinne gesagt. Komm, wir nehmen jetzt mal ein Fans und beide wegfahren. Jetzt will ich mal einen anderen Schlepper jetzt haben. Hoho, Anhänger, wo bist du? Wann ist Raps verkaufen? Ach nee, da ist ja auch noch hier scheiß Unkrautboot hier drauf. Ich kann leider nur zwei Felder anziehen, weil ich ja als vorgespult habe und nicht den Pflanzen hinkommen habe. War ich nicht. Niemand hat die ganze Zeit gehetzt mit dem Vorsprung, ich weiß auch nicht mehr. So. Und hat dann selber, naja, Verlust darunter gemacht. Ölmühle! Ja. Nee, gehört auch euch, Säcke, oder? Nee, gehört keinem. Ich bin zum Landen. Kannst du Ölmühle fahren? Ich komm nie hier hoch, Leute. Nie. Nie im Leben. Nie? Nie? Also wann kommst du da nicht hoch? Nie. Ja, aber wann genau? Ich kann das anders machen, Leute. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Wir machen das anders. Ich komm was in den Sinn? Wir machen das so. Den Sinn, so wie seine... Amüriert. Nee, wie ist das? Motisiert. Motisiert, ja. Das Wort, was es nicht gibt. Leute! Jo. Aber jetzt kannst du mal einen Zehnter kaufen. Was? Also, ich habe jetzt das Geld. Okay, dann kaufe ich jetzt den Porsche. Nein, den Porsche, der ist günstiger. Nein! Ich trotzdem nicht.
Doch, Murmeln. Willst du? Nein! Sag mir zwei Gründe, warum ich ihn haben sollte. Bro. Du hast Leistung, Design. Nein, aber. Die habe ich jetzt schon, die Leistung. Also, die Leistung, das ist kontraproduktiv. Naja, also, ich krieg den damit so eine richtige Steigung hochgescheucht. Ja, aber hier ist auch. Vielleicht einfach am Fahrergewicht. Nein, es liegt auch ganz was anderes dran. Ne? Leuchte vergessen. Nein. Bei mir ist ein Hügel drin. Ja, bei mir auch. Ein ganz ordentlicher Hügel. Da ist ein Hügel statt Hügel. Hügel. Leute, jetzt leider, wir machen 10er Minus, aber wir müssen das machen. Ey, ich krieg das nie hin. Nie? Ich verlasse. So, falls jemand von jemandem beschwert, wo welche Backpacks gehören, vielleicht bekomme ich jetzt einen Backpack leer von mir. Ich krieg den Hahn nicht da raus. Ich hab Scheiß gefahren, glaube ich. Kann ich beim Hahn doch auftanken? Hoffen wir's. Was willst du auftanken? Bei welchem Wasser? Hahn? So, aber, meine liebe Frau. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Das ist nicht am Spiel. Doch. Meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann das Like nicht vergessen. Ein Abo da lassen und unbedingt beim nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss.